Hallo zusammen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mir ein neues Sims-Spiel gesucht und bin auf Sims Freeplay gestoßen. Auch über BlueStacks. Ja, und finde das eigentlich ganz cool. Finde das besser als das Sims Mobile eigentlich. Hab mich gerade eingeloggt und jetzt hat sich hier dieses Fenster geöffnet. Strümpfe. Deine weiblichen erwachsenen Sims können jetzt diverse einfarbige und gemusterte Strümpfe anziehen. Du findest sie in dem brandneuen Strümpferegister in jedem Kleiderschrank. Gestalte das ultimative Modestatement. Okay. Das ist eine der Sims. Mary Ann McFly heißt die. Hat die Arbeit beendet. Okay. Aufgabe erledigt. Sehr schön. Ein Herd kaufen. Zum Kochen braucht man einen Ofen, also ab in die Küchenabteilung des Homestore. Dein Sim ist schon ganz aufgeregt. Das glaube ich. Jetzt holen wir uns erstmal hier die tägliche Belohnung. Das brauchen wir hier nicht. So. Ich möchte aber gerne... zu ihr. Achso, nee. Wie wechsle ich denn jetzt? Ach da. Man muss halt eben, wenn man ein neues Spiel hat, erstmal da durch, ne? So, schauen wir uns das doch mal an. Ach je, was habe ich denn hier gemacht? Erstmal alles einsammeln hier. Gehen wir einmal zurück. Wir haben das Tutorial halt eben durch. Jetzt hat sie wenigstens eine Toilette. Da müssen wir hin, ne? So. Empfohlen, ja. Das ist gut. Pizzaschachteln, nee. Ich glaube, wir müssen wir hier hin? Küche? Elegante Arbeitsplatte. Wir müssen einen Herd haben. Gucken wir mal, ob wir einen Herd finden. Hm? Da! Möchte gern Ofen. Billigkocher. Gibt's nicht hier Steinzeitofen? Haben wir denn genug Geld überhaupt? Ja, haben wir. Schauen wir mal, ob wir da nicht einen schöneren finden. Kochmeister, ja, aber die sind halt eben etwas weiter vom Level her. Nehmen wir den Steinzeitofen. Den nehmen wir aber aus dem Badezimmer raus. Stellen wir hin. Aufgabe erledigt. Herd kaufen. Seit sich dein Sim im Fernsehen Kochmarathon angesehen hat, denkt er nur noch an Eier mit Speck. Brate dir auf dem Ofen ein paar Eier mit Speck. Okay. Kochen. Eier mit Speck. Sam Rubinstein ist übrigens der andere Sims, den ich erstellt habe. Der wohnt in dem anderen Haus. Eier mit Speck in einem Topf. Ach nee, sie hat noch eine Pfanne da drauf. Okay. Aber trotz alledem, was rührt sie denn da? Hm. Schon ein bisschen merkwürdig, was sie da macht.
ist halt noch nicht wirklich viel drin hier in dem Haus, ne? Muss noch ein bisschen was daran machen. Wir können ja mal in der Zeit gucken, was es hier so Schönes gibt. Badezimmer. Nee, pinke Toilette, pinke Dusche. Wollen wir sowas haben? Nein. Wir wollen sowas erstmal noch nicht. Stereoanlage. Okay. Ich glaube eher, dass wir ihr mal so einen Computer hinstellen. Dann können wir ihr ja hier in die Ecke stellen. Dann hat sie da eine kleine Computerecke. So. Das finde ich gut. Mono-Stereoanlage. Backbeat-Soundsystem. Na, das haben wir nicht so über dieses Geld. Aber vielleicht eine Mono-Stereo-Anlage. Die kriegen wir auf jeden Fall hier noch unter. Können wir die irgendwo draufstellen? Nö, aber die können wir hier nebenstellen. Das ist dann auch in Ordnung. So. Schauen wir mal bei den Betten. Rotes Bett. Schlafmützbett. Nachttischpinie. Ja, den finde ich doch gut. Den finde ich doch nice. So. Haben wir den auch? Kann man das jetzt? Nee. Da! Passt das jetzt drauf? Jawohl. So, was haben wir hier noch? Kleiderschränke. Pinker Nachttisch. Ja, das ist halt eben alles so für den Raum. Küche. Arbeitsplatten, Wohnzimmer. Stühle. Da haben wir auch noch so ein paar Dekosachen. Und Lampen. Was haben wir denn für draußen? Da sind Bäume. Nee, ich will mal gucken, was es hier so sonst noch gibt. Stühle, Stühle, Stühle. Statue, Feuerfass, Schneckenhaus. Nee, das brauchen wir hier nicht. Okay. Können wir schon wieder was einsammeln? Der blinkt schon wieder so verdächtig. Ja, können wir. Seereiseboot, okay. So, haben wir wieder alles eingesammelt, geht's wieder weiter. Na, wirst du da mal langsam fertig mit deinen Eiern und dem Speck? Ja, sie müsste jetzt gleich fertig sein. Yay, sie hat's geschafft. Eier mit Speck. Das riecht ja köstlich, also hau rein. Tippe ein Gericht an und wähle Teller nehmen. Fantastisch, du hast ein neues, besonderes Küchenutensil erhalten. Silberner Bratenheber, okay. Gut, gut. Dann tippen wir das mal an. Teller nehmen. So, dann kann sie da erstmal Mampfi Mampfi machen. Dann gehen wir mal, rufen wir den mal mit dazu. Der kann sich vielleicht...
Der kann sich vielleicht auch was davon nehmen. Laden wir ihn dazu ein. Was macht er denn jetzt? Ach Gott, der kann sich doch hier hinsetzen. Jetzt ist er in unserem Schlafzimmer. Unglaublich hier. Das geht gar nicht. Hallo, junger Mann. Würden Sie sich vielleicht mal hinsetzen? Sollen wir dem mal einen Stuhl kaufen? Wir kaufen ihm jetzt einen Stuhl. Okay. Ach Mensch, ich will immer in den falschen Shop rein. Da müssen wir eigentlich hin, ne? Möbel. Gucken wir mal, dass wir ihm mal so einen Stuhl da besorgen. Machen wir denn Küche, so. Haben wir hier nicht so einen schönen Stuhl? Nee. Sitzmöbel. Ach komm, nehmen wir den. So. Dann würde ich sagen, kannst du dich hier hinsetzen. Du. Setz dich mal hier an den Tisch. Himmel, Herrgott. Keine Manieren. Dem Mann müssen wir das erstmal noch beibringen. Aber das tun wir beim nächsten Mal. Dann werden wir an diesem Herrn noch ein bisschen rumerziehen. Ich verabschiede mich für heute bei euch. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao. Eure Dani.